Wir waren mal die größten Stars auf diesem Planeten. Wie haben Sie das geschafft? Der brillante und super erfolgreiche Produzent Frank Farian, der steckt übrigens auch hinter Body M oder zum Beispiel La Bouche und hat weltweit über 800 Millionen Platten verkauft. Diesen Typen verkörpert Matthias Schweighöfer super authentisch, hat unter anderem auch das Duo Fab Morgan und Rob Pilatus dazu verholfen, mit reinem Playback und nur einer geilen Bühnenperformance die zu super erfolgreichen Typen in der ganzen Welt zu machen, die es sogar innerhalb weniger Jahre bis zur Grammy-Verleihung geschafft haben. Dieser Film ist ja wie eine kleine Zeitreise. Er holt dich zurück in diese Welt Ende der 80er Jahre, als MTV seine Fahne auf den Mond gesteckt hat. Das ist ja deutsche Geschichte und vor allen Dingen aber deutsch-amerikanische. We are so happy to share this together because we spend a lot of time together and we connected right away. Diesen kometenhaften Aufstieg, den hat Simon Verhoeven gekonnt in Szene gesetzt. Es waren sogar alte Freunde von der Filmakademie mit an dieser Produktion von Wiedemann und Berg, Leonine Studios, mit beteiligt. Ich habe mich super gefreut, die auch wieder auf der Premiere wiederzusehen. Der ganze Cast und Crew sind bei der Weltpremiere in München mit dabei gewesen. Wir haben anschließend auch noch gemeinsam gefeiert. Wenn auch du richtig Bock hast, mal bei einem Filmprojekt dabei zu sein, dann hast du die Chance, bei uns im Hollywood-Workshop entweder vor der Kamera oder auch hinter der Kamera beim Drehteam mit dabei zu sein. Also, wenn du da so richtig Bock drauf hast, mitzuwirken, dann melde dich doch einfach mal bei uns. Ich würde mich super freuen, dich am Set oder vielleicht dann im Kino begrüßen zu dürfen. Ganz viel Spaß im Kino mit Girl, You Know It's True.